Ach, ich bin halt, glaube ich, einfach neugierig. Ich mache gern andere Sachen und unterschiedliche Sachen. Also Modeln, ich habe das halt, ich wurde mit 15 vor der Schule angesprochen und dann war ich einfach so Model. Es hat sich so ergeben. Und das war am Anfang total interessant, immer in den Ferien. Ich hatte wie so ein Doppelleben. Aber halt nach dem Abi, da habe ich das dann schon 7 Jahre gemacht. Und dann eigentlich, ich finde es schwierig, als Model einen Ehrgeiz zu entwickeln, weil es geht ja nicht darum, was du machst oder kannst, sondern ein Gesicht, was du eh schon hast und ob das irgendjemand gefällt oder nicht. Und mich hat am Modeln eigentlich eher die Reiserei interessiert und die Leute, die da man kennenlernt. Und das erschöpft sich dann aber auch irgendwann, man wird auch zu alt. Und Schauspielerei ist ja so ein bisschen auch, also ich habe das Modeln zumindest immer so wie als Vorstufe gesehen. Man kommt so rein, wie man ist, so ungeschminkt. Und setzt dich hin und 3 Leute arbeiten an dir rum und 2 Stunden später siehst du so, bist du ein anderer Mensch. Und so wie du dich selber nicht kennst und dadurch schlüpft man ja schon so ein bisschen in so Rollen, es verharrt beim Modeln dann halt beim Posen. Und Geschichten erzählen ist halt eine andere Sache und auch richtig einzutauchen. Und ich bin über eine Freundin, die sich vorbereitet hat für die Schauspielschule, ich habe das einfach mal so mitgemacht, weil ich eigentlich was gesucht habe. Ich wollte schon lange aufhören mit dieser Modelei. Gar nicht, weil ich es gehasst habe, aber es hat mir nichts mehr gegeben. Ich musste irgendwie weitermachen. Dann bin ich angenommen worden auf der Schauspielschule und es hat geklappt und es war richtig so. Es war eine intensive Zeit, aber es war genau das, was ich danach gebraucht habe. Ich muss sagen, als Schauspielerin hat man doch erstaunlich oft dann sowas wie Modeljobs, so zur Filmpromotion. Ich mache es lieber als Schauspielerin. Es hat gedauert, mich umzugewöhnen, weil plötzlich mich Leute fragen, wie hättest du denn gerne deine Haare und soll ich dich so schminken oder möchtest du das anziehen oder magst du das nicht? Und sonst war es halt immer so, du hast gar nichts zu melden, du ziehst das jetzt an, um dich geht es nicht. Und das übernehme ich immer noch so. Was wollt ihr haben? Ich mache das. Keine Ahnung, wir machen das irgendwie. Die sind ja alle sehr entspannt. Das war lustig. Wir sind durch das stillgelegte Rummelplatz-Areal da geturnt. Immer einer mit der Kamera hinterher und haben da so, weiß ich nicht, der Fotograf ist auch so, setz dich mal dahin, leg dich mal hin, der hockt dich mal da rein, fertig. Also es war jetzt nicht so, es war nicht so ein großer Aufwand und Aufbau und nicht so mit Polaroid vorher, nachher. Und deshalb auch bringt Spaß. Ich habe keine Angst davor zumindest. Naja, ist schon gut, wenn man was zum Anziehen hat. Ne? Ich wohne ja in Hamburg, da ist es kalt. Schon, also wie gesagt, Mode muss bequem sein, sie darf einen nicht einengen. Als Kostüm ist es wieder eine andere Geschichte. Naja, man macht schon was aus sich, in dem, wie man sich anzieht, sozusagen. Ich habe auch 2 Freundinnen, die Modedesignerin werden oder sind. Ich bin nicht kein großer Shopping-Fan, Einkaufszentrum, Umkleidekabine. Lieber nicht, ich kaufe gerne vom Kostüm, vom Film was ab. Das passt mir. Das ist schon ausgesucht. Und wie gesagt, ich habe auch viele Freunde, die selber Sachen machen, das ziehe ich auch gerne an. Also sie muss irgendwie tauglich sein. Ich mag nicht gerne Klamotten. Vielleicht hat das was auch mit der Beruflichkeit zu tun, auf so Film, aber bei Preisverleihung und so, dann kann man sich das mal so anziehen, das ist auch schön, aber alltagstauglich ist es eigentlich nicht. Jetzt im Theater spiele ich gerade eine total verhuschte, unsichere, überforderte Frau, die von ihrem Mann klein gemacht wird und nichts auf die Reihe kriegt. Das war schon mal super, weil ich beim Film jetzt eher immer so die arrogante, blonde, selbstbewusste bis zickige Troller gespielt habe. War auch schön, ist jetzt aber erstmal abgespielt. Ich habe Lust auf großes Drama und Leiden und Abgründe. Aber die können auch klein sein oder auf jeden Fall. Es geht ja bei Schauspielerei darum, Sachen zu erleben, die du in deinem eigenen Leben nicht erlebst. Und ich möchte sie vielleicht privat auch gar nicht erleben, aber sonst alles an. Ich möchte auch mal jemand umbringen, ich möchte auch mal sterben. So, ja. Meine Freunde machen mich glücklich. Meine Familie, meine Schwester. Gutes Wetter und draußen sein macht mich glücklich. Sport macht mich auch manchmal glücklich oder es hilft mir. Hilft dagegen, sich schlecht zu fühlen. Essen, kochen.
Und auch mal nichts tun und sonst lesen, den Kopf beschäftigen irgendwie. Oder auch Filme gucken und zu sehen, was die anderen machen und was möglich ist. Und sonst wegfahren. Mhm. Raus. Szenenwechsel, wieder zurückkommen, ist auch alles gut. Ja, ich habe es immer noch an eigentlich. Also die Strickjacke war super, weil sie erstens warm ist. Man kann sich drauflegen. Die hat sehr gute Dienste geleistet heute bei dem Fotoshooting. Und ich mag das, wenn... Ja, man fühlt sich so ein bisschen zu Hause. Man hat die an und dann ist alles gut. Man muss nicht darauf achten, oh Gott, wie sitzt das und das. Die Hose ist auch mal eins. Und das Eulen-T-Shirt finde ich auch gut, weil mein Opa hat mich immer Eule genannt früher.